Die Mobilfunktechnik nutzt zur Übertragung von Daten und Sprache elektromagnetische Felder. Gesetzlich festgelegte Grenzwerte schützen die Bevölkerung vor gesundheitlichen Risiken. In den letzten Jahrzehnten wurde die Wirkung der elektromagnetischen Felder auf den Menschen in nationalen und internationalen Studien gründlich erforscht. Eine umfassende Übersicht über den Stand der Forschung bietet zum Beispiel das IMF-Portal der RWTH Aachen. Mehrere tausend Studien befassen sich ausschließlich mit der Wirkung hochfrequenter Felder. Die umfangreiche Forschung zeigt, dass es unterhalb der Grenzwerte keine gesundheitlichen Risiken durch hochfrequente Felder, wie sie der Mobilfunk nutzt, gibt. Die Grenzwerte für den Mobilfunk in Deutschland basieren auf den Empfehlungen der internationalen und nationalen Expertengremien. Dazu zählen unter anderem die Weltgesundheitsorganisation WHO, die Internationale Strahlenschutzkommission ICNIRP, die Deutsche Strahlenschutzkommission SSK sowie das Bundesamt für Strahlenschutz BFS. Auf dieser Basis erstellt das Bundesumweltministerium eine Verordnung für bindende Grenzwerte, die der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats festlegt. Die Grenzwerte in Deutschland sind so ausgelegt, dass der Gesundheitsschutz für alle Personengruppen, so auch Kranke, Kinder, Schwangere und Senioren, gewährleistet ist. In der Praxis werden aus den Grenzwerten Sicherheitsabstände zu einer Mobilfunkbasisstation berechnet. Dieser hängt von der Sendeleistung der verwendeten Antennen und deren Sendefrequenz ab. Die Bundesnetzagentur genehmigt jede Mobilfunkanlage. Daher gibt es eine Art Antennen-TÜV. Das heißt, die Bundesnetzagentur berechnet für jede einzelne Anlage den konkreten Sicherheitsabstand. Dieser wird immer eingehalten und gewährleistet somit den Schutz der Bevölkerung. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, genehmigt die Bundesnetzagentur die Mobilfunkanlage. Auch danach kontrolliert sie die Einhaltung aller Vorschriften, stichprobenartig und unangemeldet. Die Erkenntnisse aus der Forschung sowie die Grenzwerte sind auf die aktuell genutzten Frequenzen für 5G übertragbar. Die Deutsche Telekom hält sich an allen Standorten streng an die bestehenden Gesetze und Grenzwerte. So ist eine sichere Nutzung des Mobilfunks für die Bevölkerung und Anwohner rund um eine Mobilfunkanlage gewährleistet.